vorgestellt. Airport CEO, die Vorschau Nummer, ich glaube 6 war es. Ja, wir sind auf dem Kurs, also nicht auf dem Kurs, sondern wir versuchen den Kurs hier hochzukriegen, damit wir das Geld zu bekommen, dass wir daneben dieses hier freischalten. Mit 750.000 ist das natürlich eine ganze Ecke. Und ja, wir hatten letztes Mal noch eine Parkposition hinzugefügt. Jetzt ist die Frage, wie rechnet sich das Ganze jetzt? Ich war davon ausgegangen, neue Parkposition, wir kriegen viel mehr Geld. Aber momentan würde ich sagen, sieht das überhaupt nicht so aus. Ja, das hier mit bezahle schnell, das ist tendenziell neige ich schon bald dazu zu sagen, ja komm, lass uns mal 750.000 aufnehmen, dann können wir das weiterbauen. Ob das Tutorial dann sagt, dass wir dann auch den Treibstoff kriegen für die Flugzeuge, ist natürlich dann noch eine andere Frage, ne? Letzte Aussage war allerdings noch die, dass wir hier noch eine Toilette bauen wollten. Und das sollten wir vielleicht mal gerade in Angriff nehmen. Das bedeutet, wir brauchen eine Wand. Warte mal, das ist 1, 2, 3, 4 brauchen wir auf jeden Fall. Das würde bedeuten, hier kommt eine Tür schon hoch. Ja doch, das machen wir mal so. Und zwar das wären dann jetzt die Frage. Aber wir müssen gerade noch was weglöschen. Und zwar den Eingang, ne? Und zwar, wie kriegen wir das hin? Machen wir mal so. Na, dann ist es aber zu knapp. Lass mal das nochmal alles wegmachen, das war falsch. Obwohl, wir machen das mal. Geht das, dass wir erst die Toiletten hinbauen? Nein, geht natürlich nicht. Wir müssen, wenn, den Raum deklarieren. Wahrscheinlich müssen wir das so machen. Das ist auf jeden Fall eine Toilette. Da kriegen wir jetzt zwei, drei Toiletten hin. Und die müssen jetzt die Mauern werden. Die muss ich ja da schon so hinmachen, ne? Ja, funktioniert nur so, ne? Ja, geht nur so. Jetzt mal kein Geld zum Toilette bauen, oder wie sehe ich das? Das bedeutet erstmal, dass das so richtig ist. Jetzt brauchen wir noch eine kleine Tür. Das sehe ich nicht. Ich glaube, die muss so sein. Und dann machen wir da nochmal die Toilette auf. Und machen da Waschbecken hin. Und der Föhn, der muss schon dahin, mitten im Weg. Dann machen wir da nochmal einen Föhn hin. Ja, das wird knapp mit der Toilette, ne? Dann machen wir das da. Gedreht. Da war der Handtrockner. Weiß nicht, ob das so passt. Kommen die daneben her? Ich glaube nicht, ne? Da
Das wäre jetzt so mein Gedanke, das so zu bauen, aber ich glaube, das funktioniert so nicht, ne? Da wird bestimmt das im Weg sein. Müssen wir mal gerade checken. Die sind ja am Bauen, dann kriegen wir das gleich mit. 17.000 haben wir jetzt gerade plus. Wände werden gebaut. Das ist dann die Herrentoilette. Also die. Und das ist dann die Damentoilette. Also die. Jetzt sag nicht. Oh, toll, oder? Jetzt müssen wir den Bereich nochmal ändern. Super, oder? Jetzt hat er das als eine Toilette genommen. Können wir das nochmal irgendwie ändern hier mit der Toilette? Was macht dann jetzt? Jetzt hat er das dahin gemacht. Versteht keiner, ne? Okay, ich muss den Bereich da loswerden. Und dann muss ich den Bereich loswerden. Aber das geht alles nicht. Jetzt bedeutet das für mich, dass ich den Bereich hier nicht abreißen kann, oder doch? Reißt das alles ab. Und dann... Wie kriegst du den Raum jetzt wieder weg? Wie kriegt man den Raum wieder weg? Ja, möchte ich löschen. Jetzt haben wir das so ein bisschen hingekriegt, ne? Und die Sachen da, die kannst du gleich auch noch abreißen, ne? So. Die Toilette war jetzt nix. Jetzt reißen wir die wieder ab. Ich hoffe, das Geld ist dann nicht so stark da verloren gewesen. So, jetzt machen wir nochmal die Toilette. So. Das ist eine Toilette. Da machen wir jetzt zwei Becken hin. So, mach das mal weg da. So, jetzt haben wir zwei Becken. Muss jetzt noch dahin. Haben wir jetzt auch. Ich glaube, das geht so nicht, ne? Ne, dann machen wir das so. Und machen da jetzt eine Wand hin. So. Dann brauchen wir da die Tür noch. Passt. Die Toilette ist jetzt fertig. Und dann machen wir da noch eine Toilette hin. Die. Machen wir so. Ah. Abreißen den Raum, ja. Das war nämlich falsch. Nochmal eine Wand bauen. So. Eine Tür bauen. Haben wir dann auch. Den Bereich als Toilette auswählen, haben wir auch. So, und dann müssen wir gucken, dass wir da nochmal das Waschbecken hinkriegen.
So. Das da unten ist die Damentoilette, ne? Ja. Machen wir so. Und so. Dann so. Und so. Und hoffen, dass das so funktioniert. So, das ist die Damentoilette. Die öffnen wir auch. Da fehlt noch ein Wandmauerstück. Ist das denn jetzt eine Frau? Ja. Der Handwerker muss da noch arbeiten. So, jetzt ist die Toilette auch zu. Die wird auch richtig benutzt. So, die Herrentoilette wird gerade gemacht. Ist aber noch nicht fertig. Die Damen sind hier schon ordentlich am Arbeiten. So, da geht's voran. Toilette wird schon fertig. Ja, das haben wir schon. Ach komm, machen wir auf. Ist doch egal, oder? Ach, geht noch nicht. Ah, Waschbecken fehlt auch noch. Okay, er muss jetzt hier irgendwo außen lang. Dahin, oder was? Findet er aber den Weg? Ach, der baut die Toilette durch die Wand, oder was? Und Waschbecken ist da. Er baut die Toilette noch. Wenn die gleich fertig ist, können wir die eröffnen. So, jetzt geht's. Wunderbar, geklärt. Geld 26.000. Wir machen gerade leicht Minus. Wir müssen mal gerade hier in die Flugdingens gehen, Flugplaner. Den Flug haben wir nicht mehr hingekriegt. Da ist noch ein Flug. Der funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Kennen wir schon, ne? Der geht dann auch nicht. Freitag geht noch was. Gut. Ah, warte. Zu spät. Erst bestätigen, dann geht das, ne? Auch bestätigen. 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 Freitag hat geklappt. Samstag gibt's nix. Bei den anderen gibt's aber was. Bestätigen wir. Mehr haben wir für Samstag noch nicht. Ja, da gibt's noch so Aufforderungsgeschichten. Okay. Wir haben immer noch kein Geld. 26.000 ist ziemlich wenig. Unser CEO macht hoffentlich hier seine Arbeit richtig. Sprit haben wir, wird dann schlecht verkauft. Oder wie soll man das sagen? Wir könnten hier noch eine Parkposition für den Dingens dann bauen, ne? Für die kleinen Flugzeuge hier. Die bezahlen ja Miete, wenn die hier stehen, ne? Könnte man das hinbauen, ne? Nee. Grasposition, so. Geht, ne? Machen wir aber nicht. Wir sparen. 27,4. Der erste Flieger geht hier raus. Mit Passagiere. Müssen überlegen, ob wir da noch einen neben machen, ne? Ja, wir hatten natürlich das Terminal dann auch ausgebaut hier, ne? Ist auch klar, das hat auch Geld gekostet. Jetzt sind wir bei 32 gerade. Gucken wir mal hier nochmal rein. Dienstag. War keiner.
Mittwoch. Keiner da. Donnerstag. Besetzt. Versetzt. Samstag. Keiner da, keiner da. Gut, die Flieger sind alle unterwegs, die Toiletten sind gebaut. Die Damentoilette wurde angenommen, die Herren weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob die da rein können. Was hat er hier für ein Problem? Na, Energie und Spaß fehlt dann. Setz dich doch. Müssen wir gucken, wie wir das noch hinkriegen, ob es da was gibt. Vorlagen haben wir nicht. Ein Baum, Flutlicht. Festtagsgirlande. Na super. Hecke. Pflanzen. Okay. Stühle. Stühle. Laptop-Tisch. Da können wir hier noch einen Laptop-Tisch hinstellen. Wo wollen wir den hinstellen? Oh, hier könnte man den hinmachen, ne, oder? Ist denn da irgendwo eine Wand? So. Können die das da hinmachen? Ganz normalen Tisch. Kann man da einen hinmachen und da einen hinmachen, oder? Vielleicht können wir das da nochmal machen. Machen wir mal so, ne? Ein paar Tische hin. Da geht's noch. Fertig. Haben wir noch was? Das haben wir nichts, haben wir nichts. Toiletten haben wir durch. Hier sind wir auch schon durch mit Sicherheitskontrollen. Schalter. Informationsschalter haben wir zwei. Infoanzeige haben wir gemacht. Check-in-Schalter ist auch klar. Boarding-Schalter ist auch klar. Flieger ist gerade gekommen. Bürotische haben wir. Personalbereich. Personalraum. Das ist eine Zone, wo nur die Mitarbeiter hin können. Gut, Gepäck haben wir nicht. Fahrzeuge sind wir jetzt hier. Öffentliche Straße, Vorfeldstraße, Straßentunnel, One-Way Road, Fußweg, Zebrastreifen, Bauarbeiterankunftsort haben wir. Die Vorort haben wir. Die Sicherheitsschleuse haben wir auch schon gebaut. Fahrzeugdepot ist klar. Parkplatz für Sicherheitsfahrzeuge haben wir, Haltebucht für Servicefahrzeuge, Haltebucht für Vorfeld-Shuttlebusse, okay. Bushaltestellen, Autohaltebucht. Da sind wir schon überall, ne? Public Parking Lot, okay. Haben wir nicht, ne? Oh, das ist aber groß. Was kostet denn der Spaß? 2,5 Russen, das ist ja doch günstig, ne? Könnte man bauen, ne? Kann man da Geld mit verdienen? Komm, bau da mal hin. So, das war hier, ne? Ja. Dann haben wir hier noch eine Wetterstation. Flugverkehrskontrollturm haben wir schon gebaut. Mülldeponie. Okay, haben wir nicht. Das haben wir alles nicht. Kateringlager haben wir auch nicht. Treibstofftank. Hatten wir schon geguckt, alles. Airport Utility Building. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Betonplatte. Und das ist fürs Rollfeld. Das ist klar. Das sind alles Böden, das sind die Wände, Türen, Fenster,
Rolltreppe, Treppe. Ja, das hier mit Rolltreppe und Treppe. Wenn wir dann diesen großen für, ne, diese anderen Verkehrsflugzeuge machen wollten, ne, dann müssen wir ja hier vielleicht eine zweite Etage haben, ne? Da muss man dann mal gucken. Wo war denn? Hier sind auch mal zwei Meldungen oder sowas. Zahle schnell. N was forced to go around. Untersuchen. Gibt's wohl nicht mehr. Das kannst du löschen. Jetzt ist aber nicht so, dass die Landebahn kaputt ist, ne? Nein, ist sie nicht. Die 5 Haltebuchten haben wir, das haben wir. Geht's voran? Und wir können mal eine Runde schneller machen, denke ich. Haben wir schneller? Nein, jetzt ist schneller. Die Damentoilette ist angenommen, wissen wir. Die Herren haben wir immer noch nicht gesehen, ne? Der Flieger gehen gerade raus. 35.000 haben wir. Ja. Der steht sich die Beine im Bauch. Ja, das ist interessant. Ich weiß auch gar nicht, warum die da rumstehen und nicht da sitzen, ne? Kann man denen da auch eine Couch hinmachen? Dann sollten wir vielleicht mal das hier abbauen, oder? Raumgröße 20, Raumwert 100, Sauberkeit des Raumwert. Alle Typen zugelassen. Ach so, okay. Ja, da kann jeder sitzen. Das haben wir gerade geklärt. Warum die jetzt hier sich ein... Sicherheitsbeamter. Gute Frage, wofür das gut ist, ne? Die sind alle weg. Ich hoffe, das macht unser COO. Wir sind immer noch bei 35.000, langsam fallend. Wir können mal hier nochmal reingucken. Ah, das kann man auch aktivieren. Okay. Gepäckservice wurde nicht verbessert. Ja. Arbeitsaufträge der Mitarbeiter. Ach, das kann man auch noch alle einstellen. Haustechniker. Ach so, da haben wir zu viele dann auch noch. Sicherheitsbeamter. Vielleicht sollten wir da mal welche entlassen. Dann kriegen wir auch mehr Geld, oder? Und den teuersten schicken wir mal nach Hause dann. Entlassen. Wo waren wir denn da gerade eben, ha? Da. Ausgeglichen. Ich hab... Okay. Sicherheitsbeamter, Überschuss. Ramp Agent, Überschuss. Fluggastbetreuer. Eben war es ausgeglichen, jetzt ist es, ja. Untersuchen? Achso, dann geht er dahin wohl.
Von 22 Uhr 4 bis 6, bis 4 Uhr 4. Guck jetzt angenommene Jobs 4 verfügbar ausgeglichen. Der ist jetzt hier. Also da wollen wir keinen weniger machen. Und Ramp Agents ist die nächste Frage. Wenn die Flieger alle kommen, dann sind die dann auch beschäftigt wahrscheinlich, oder? Ja, Laptop-Tisch. Kann man hier was anklicken? Nein. Die Kofferkontrolle läuft. Ja, die kommen jetzt und dann werden die gleich abgefertigt. So. Naja, die sind aber zufrieden alles hier, ne? Sieht man ja hier. So, da ist eine Wetterstation fehlt. Du hast zwei ungelesene Nachrichten. Einmalige Gelegenheiten, alles weg. Das war das Dashboard, okay. Sorry. Statistiken kann man nicht. Wirtschaft ist klar. Betrag 620.000. Oh, hier kann man 1,2 Millionen auch machen, ne? Aber bringt's mir das? Ich bin dann nur nachher in der Kreide und kann nichts machen, ne? Ist jetzt hier irgendwas mit dem Sprit besser geworden? Abgas ist das immer nur dieses Zeug da oben. Kann man hier irgendwo was wegklicken? Andere, alle. Das kann man alles auswählen. Mich, was mich irritiert, ist das hier. Das ist nur dieses IKEA da. IKEA oder wie das auch immer heißt. Ist. Gibt es keine andere Firma, die das macht? Beschaffung. Abgeschlossene Verträge, angebotene Verträge. Das war Sprit, ne? Das sind die Flüge, das ist Sprit. Das waren Arbeiter, ne? Ja. Aber wir haben nichts anderes hier. Geht nichts anderes. Der hier IT und Leiter, der mit dem aktiviert automatischen Planer, das ist ja cool. Schichtdauer Stunden. Die können da länger arbeiten, oder wie sehe ich das? Ist überhaupt nicht richtig eingestellt. Hier 6 Stunden geht er wohl bei jedem mehr. Ja, das war's dann schon mal erstmal hier. Fahrzeuge hatten wir schon. Ein Betrieb und die Tankstelle hier. Treibstoff-Upgrade erfordert das. Wo kriege ich das Treibstoff-Upgrade her? Überschuss. Hier im Besitz angenommene Jobs. Da, wir haben keinen, deswegen können wir da auch nicht. Können wir aber auch nirgendwo kaufen. Das sind die Bauarbeiter. Ja. Tutorial. Sind wir hier irgendwo? Ja, da geht's nicht voran. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Sind wir bei 42.000? Das ist auch nicht so prickelnd, dass das mehr wird. Ich würde dann als nächstes wohl doch eher das Terminal bauen, dieses größere Terminal. Ne, das hatten wir ja hier. Das
Das war ja die kleinen, ne? Genau. Ja. Das würde ich dann bauen wollen. Dafür müssen wir das Gebäude allerdings auch wieder erweitern. Wahrscheinlich. Ist aber nicht genug Geld, das ist klar. Ich würde es dann da aber so hinbauen wollen, oder? Oder da? Nee, ich würde schon ein bisschen weiter rüber bauen wollen. Dann muss man aber das Gebäude da aufstocken, oder? Weil dieser Dingsda-Bums da, der Gate, der muss ja, Gateway, der muss ja dann da auch hoch. Der ist ja höher, oder? Ja. Leider geht's nicht voran. Also die sind alle hier glücklich und zufrieden, ne? Flieger hauen gerade raus, 52.000. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, wenn ich gleich dieses 75 hätte, dann muss ich erst wieder Gebäude bauen. Was mir dann auch wieder viel Geld kostet wahrscheinlich, ne? Schon gelöst das Problem. Ach, der Parkplatz ist fertig. Guck an. Okay. Einstellung. Tja. Umbenennen. 23 verfügbar. Das ist das Short Evening Parking Slot. Sit as long term. Das ist ein Short. Okay, das heißt, die können dann nur ein- und aussteigen. Vorübergehend sozusagen. Ja, passt schon. Parkgebühren müsste man nehmen, ne? Dann kann man ein bisschen Geld verdienen, oder? Gute Frage, wie es weitergeht. So, wir sind bei 56.000. Es geht nicht voran. Tja. Oh, wir haben hier noch wieder Sachen frei. Der Mittwoch hat noch was. Geht aber nicht zwischen. Donnerstag ist schon besetzt, Freitag ist besetzt, Samstag. Samstag hat noch was frei. So, zack. Bestätigen. Zack. Bestätigen. 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 Sonntag ist auch noch was frei. Bestätigen. Bestätigen. Hier ist noch was frei. Bestätigen. Andere Fluggesellschaft hat auch noch Sachen. Ach, den können wir mal so zwischensetzen. Bestätigen. Und dann der Montag. Bestätigt. Bestätigt. Der Mittwoch hat da was frei, aber da geht's ja nicht rein. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Wo ist denn die Zeitachse? Ah, da.
Ist das schon der für nächste Woche? Geht aber nicht. Können wir den nicht verschieben? Ne. Da haben wir wohl was falsch gemacht. Der geht da nicht rein. Ja, passt. Mehr geht erstmal nicht. Okay. So, das kann man ja auch noch verändern. Alles klar. Mhm. Lass mal so stehen erstmal. Wir machen schon genug damit. So. Was haben wir denn hier für eine Anzeige gerade drin? Oh, 78.000. Wir könnten jetzt diesen einen da checken. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich. Können den ja jetzt bauen hier, die Parkposition. Die kostet 75, die kostet 100. Also wir hätten das finanzielle Mittel jetzt dafür. Können das mal drehen, können das dann hier hinbauen. Müssten das Rollfeld noch anpassen. Das ist schwierig, ne? Kriegt man das hin? Ich glaube, ich würde sogar so da noch hinbauen wollen. Ja, der Platz ist genug, naja. Ja. Die Fahrzeuge flitzen da unten drunter her dann. Wie Blamba, 78, gerade drüber. Nee, das ist... Wenn ich das jetzt baue, habe ich nur 3.000 über, dann kann ich nichts anderes machen. Und das sind dann nachher Kosten, die ich habe, laufende Kosten, die dann da wieder das da nicht reinbringen, oder? Also ich denke mal, wir warten, bis da unten 100.000 steht. Wenn da unter 100.000 steht, dann bauen wir da mal was. Dann probieren wir das aus. Aber wir sind in der Folge schon wieder so weit fortgeschritten, dass wir sagen können, jo, läuft nicht, ne? In Betrieb. Können wir hier irgendwie was upgraden? Das ist kein ein... Vertrag überprüfen. Nein, das ist alles nichts, was wir da brauchen. Ich kann es auch nicht umschalten, oder? Treibstoff hat er noch 12% drin, ne? Das ist alle nix. Ja, geht da nicht, ne? Gucken wir gerade hier nochmal rein. Der geht da nicht. Ah, hier geht jetzt was. Bestätigen wir gerade. Den auch noch. Und dann haben wir alles gemacht erstmal. Ja, gut, bleiben wir erstmal soweit. Ich würde sagen, das war's für diese Runde erstmal. Wir werden schauen, dass wir das Geld zusammenkriegen. Wenn wir das Geld haben, dann bauen wir da weiter. Aber das wird in der nächsten Folge dann sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr auch mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Tschüss.